Hallo, ihr Lieben. Ich sitze in Kiel natürlich und es ist scheiß heiß. Ich wollte euch aber endlich mal wieder ein Update geben und da man schon beim Atmen zu schwitzen anfängt, hatte ich so gar keine Lust, was zu tippen und dachte mir, ich erzähle euch einfach mal was. Gebe euch ein kurzes Update der etwas anderen Art. Als erstes, diejenigen, die mitfiebern, was Molly macht, ob sie kommt. Das ist der Bericht von der DEKRA, TÜV und so weiter und so fort. Und ich habe auch schon den Fahrzeugbrief. Der Fahrzeugschein ist wieder unterwegs nach Berlin. Nummernschild hatte ich euch ja gezeigt. Nummernschild und Fahrzeug. Ich verwechsel die immer. Der Brief bleibt zu Hause, weil der im Briefkasten ist. Also Fahrzeugschein. Ist jetzt unterwegs zum Franco, dem größten Helden der Geschichte, dass er diese Molly gebaut hat, von der ich noch kein Foto habe, sonst würde ich es zeigen. Und dann macht er Proberunden und dann kann ich hoffentlich auch bald mal drin sitzen. Auf alle Fälle wollte ich sagen, dieser Fahrzeugschein besteht aus zwei Blättern, weil nämlich all das, was Franco da an und extra und überhaupt gebaut hat, nicht auf einen Fahrzeugschein passte. Das hatte ich auch noch nie, als er bei der Zulassungsstelle mir das gestern gegeben hat. Musste ich zweimal hingucken. Das war sehr süß. Also, das als Update zu Molly. Hier ist der Fahrzeugbrief, der zu Hause bleibt. Ja, und den Fahrzeugschein hat man immer mit sich, ne? So ist das. Also, das waren die motorradbezogenen Neuigkeiten und ich dachte mir, ich könnte euch mal ein paar Bücher stellen, die ich so mag. Und bei diesen Temperaturen ist mir als allererstes das eingefallen. Ach so, jetzt ist es natürlich seitenverkehrt. Ja, hier arbeiten Profis, man merkt es. Also 365 Tage im Eis, was aktuell eine Umschreibung für paradiesische Zustände ist. Die Shackleton-Expedition, total krass. Dieser Typ ist 1915 aufgebrochen mit 28 Mann, um die Antarktis zu erforschen. Und die sind im Packeis stecken geblieben und haben dann tatsächlich knapp 2 Jahre in diesem Packeis verbracht und haben sich zurückgekämpft über lose Eiszonen und durch Eisberge, alles Mögliche. Und alle 28 Leute haben überlebt. Total irre. Also das, weshalb ich halt daran dachte, ist, wenn man das liest, ist einem nicht mehr warm. Das war das eine. Und das andere ist, dass ich immer gedacht habe, ich werde nie wieder auf einer meiner Touren sagen, ich friere, mir ist kalt, ich halte das nicht mehr aus oder ähnliches. Denn ganz offenbar hält der Mensch doch einiges mehr aus. Das total Krasse ist, dass sie erst Anfang dieses Jahres, Februar oder März, das Wrack der Endurance gefunden haben. Also das Schiff selbst ist stecken geblieben im Packeis. Die Männer haben dann auf dem Packeis ihr Camp aufgebaut und wollten warten, bis das Packeis weitergetrieben wurde und das Schiff wieder frei, sodass sie weiterfahren konnten. Und dann ist die Endurance aber zerdrückt worden von dem Packeis und ist gesunken. Und deshalb mussten die eben mit Rettungsbooten, 2 Stück hatten sie, weiter, also ganz abenteuerlich, super geschrieben. Und diese Endurance wurde Anfang dieses Jahres gefunden, 3000 Meter Tiefe, super erhalten, weil dieses Eiswasser irgendwie wenig Vermoderung, Verwesung, sonst was zulässt. Also das war nochmal ein sehr netter Bezug zu heutzutage und kann ich sehr empfehlen für alle, die Abenteuer mögen. So, was war das? Irgendein Geräusch. Alle, die Abenteuer mögen. Kann man das so lesen? Nein, kann man wahrscheinlich alles nicht. Ich finde das scheiße mit dem spiegelverkehrt. Ted Simon kennt ihr alle. Und der hat ja, wann war das? Ende letzten Jahres dieses Buch veröffentlicht, seine Autobiografie. Bisher nur auf Englisch. Ich hatte mich tatsächlich dran gemacht, die zu übersetzen und ihm das angeboten, aber mit dem Lektorat von einem guten Freund von ihm war dann die Entscheidung, nee, das reicht nicht. Nur mal eben Englisch können reicht nicht, um ein Buch gut aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Deshalb ist es noch nicht ins Deutsche übersetzt worden. Soweit ich weiß, hat er davon auch erstmal Abstand genommen, wegen Corona und alles teuer und alles blöd.
Vielleicht tut sich aber auch was. Also, Ted Simon, einer der feinsten Menschen, die ich kenne, hat dieses Buch geschrieben und es ist so nett und so witzig und man lernt so unglaublich viel über London zu Weltkriegszeiten und alles, alles. Also, wenn ihr irgendwie Englisch könnt, mögt, lest es. Es lohnt sich sehr. So, heute ist offenbar der Tag der genialen Übergänge, denn was sich auch lohnt, ist, jetzt wird es ein bisschen schleimisch, die Ziele für das eigene Leben festzulegen. The Big Five for Life ist ein typisch amerikanisches Buch. Bedeutet für mich ein Drittel Einleitung, dass er sagt, was dieses Buch tun wird. Dann tut das Buch das ein Drittel lang. Und im letzten Drittel sagt das Buch, was es getan hat und wie toll das ist. Also man muss eigentlich, ich hoffe, er wird das nie hören, was ich jetzt sage, man muss das Buch nicht lesen, um die Botschaft mitzunehmen, finde ich. Der hat auch dieses Café am Ende der Welt geschrieben, wo ich schon denke, Alter, was für ein unsäglicher Titel, aber hat total viele Fans und alles super. Habe ich nicht gelesen. Was er halt sagt, ist, leg dir die fünf Sachen fest, die du in deinem Leben machen willst. Gar nicht unbedingt erreichen willst, also nicht irgendwie Leistung und Ziele und toll sein, sondern was hast du im Herzen, was ist dir wichtig? Und diese fünf trag mit dir und versuch alles, um die zu verwirklichen. Wenn du kannst natürlich mehr haben, kannst auch weniger haben, aber das ist irgendwie überschaubar. Und wenn man da was erledigt hat, dann kann da natürlich ja, was anderes an diese Stelle rücken. Was in diesem Buch so charmant ist oder bei ihm an der Methode, dass er aus den Anfangsbuchstaben der fünf Sachen so ein knackiges Wort gebildet hat für sich mit seinen Zielen, sodass er halt in diesem einen Wort, das er sich überall hinschreibt, immer wieder an seine Ziele erinnert wird. Ich habe versucht, das mit meinen Zielen zu machen, ist noch nicht so wirklich aussprechbar. Und ja, aber ich hatte mir hinten meine Ziele reingeschrieben. Vielleicht interessiert euch das. Wen es nicht interessiert, der kann jetzt weghören. Motorradfahren ist ein Haken dran. Mit Polly Motorradfahren, neueres Ziel, noch kein Haken dran. Latein lernen seit 37 Ewigkeiten. Ich hatte es in der Schule nicht, ich habe es an der Uni gelernt und das war toll, was zu großen Teilen an der Lateinlehrerin lag. Das ist noch offen. Einen Fallschirmsprung machen. Offen. Anderen helfen. Mache ich mal mehr, mal weniger. Mal im Job, mal so. Die Mongolei kennenlernen. Auch noch offen. Einen Hund haben. Nicht mehr offen. Ein Buch schreiben. Strike. Zwei schon. Durch die USA fahren. Ihr merkt, das sind die älteren Ziele. Auch abgehakt. Den Jakobsweg gehen, weil man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann, auch abgehakt. Und als letztes hier, so leben, wie es mir entspricht. Habe ich einen Haken in Klammern, weil ich glaube, ich auf dem Weg bin. Also so Lebensform, Gestaltung, Tagesrhythmus und so weiter, wie es meinem Biorhythmus und meiner Konstitution und bla entspricht. Die, die mich besser kennen, lachen sich jetzt schlapp, weil sie wissen, dass es bedeutet, viel zu schlafen. Aber es ist nun mal so. So bleibe ich gesund und es passt. Die Klammer ist noch drum, weil das Ganze noch nicht so viel Geld einbringt. Da arbeite ich noch dran. Also nicht mit dem Schlafen, sondern andere Formen natürlich. Ja, also das sind meine Sachen. Da sind noch ein paar offen, seht ihr. Wenn ihr Lust habt, schreibt mal eure Träume unten rein in Kommentare. Würde mich total interessieren. Also erfüllte oder noch offene oder beides. Könnt ihr mal schauen. Der halb geniale Übergang jetzt wäre, es ist Sommer, geht an den Strand und überlegt. Das letzte Buch habe ich noch gar nicht gelesen, aber es hat einen so genialen Titel, dass ich es euch gern empfehlen möchte. Zumindest möchte ich euch empfehlen, euch am Titel zu erfreuen. Auf Deutschlandfunk Kultur gibt es die wunderbare Rubrik der Mops des Monats. Da macht sich jemand jeden Monat die Mühe, Neuerscheinungen
oder die Titel von Neuerscheinungen auf Skurrilitäten zu prüfen und es ist jedes Mal zum Wegschmeißen. Das fand ich ganz wundervoll, dieses Buch. Also so kann man es sehen. Eigentlich ist es dann aber so. Ne? Und jetzt sind wir beim Thema Strand. Der Titel ist, wenn das Leben ein Strand ist, sind Frauen das Meer. Fand ich ganz hübsch. Das Charmante ist, dass Meer mit H geschrieben ist. Aber, naja, egal. Ich werde jetzt hier nicht weiter rumdeuten, wie auch immer. Ich verlinke all diese Bücher. Vielleicht habt ihr Appetit und Lust und Lesehunger bekommen. Vielleicht fehlt euch auch noch was zum Wochenende. Passt das noch, dass die Bücher dann da sind, wenn ihr die jetzt bestellt? Deshalb habe ich das heute gemacht. Und wenn ihr auf die Links klickt, kriege ich ein bisschen was von Amazon. Freue ich mich. Ihr müsst nicht mehr bezahlen. Ich freue mich auf eure Träume, wenn ihr da Lust habt, die hinzuschreiben. Das wird mich sehr, sehr, sehr interessieren. Bis bald. Tschüss.